Ich ja, mach das mit Blinden, die sind irgendwie dafür prädestiniert, auf den Tandem mitgenommen zu werden. Und die haben was davon, du hast was davon, mal mit Blinden was zu machen. Und ja, so ist es ja auch eine sehr erfolgreiche Reise geworden. Das klingt so einfach, war es sicherlich nicht. Wo wurden Steine in den Weg gerollt? Steine in den Weg gerollt, kann man nicht sagen. Da haben schon viele Leute, sei es Freunde, Bekannte, Medien, Sponsoren geholfen. Aber es war sicherlich schwierig in diesen 15 Monaten bis zur Abfahrt, da 14 Blinde, die mir ja blind vertrauen müssen, ganz klar zu finden. Bush hat uns ein bisschen Steine in den Weg gerollt mit der Drohung des Irankrieges. Wir haben den kompletten Iran ja durchquert. Da musste ich dann mal so ein Alternativszenario mir ausdenken. Aber im Grunde genommen hat schon alles ganz gut geklappt. Wir haben noch ein paar bewegte Bilder, sage ich mal. Und zwar aus einem Waldstück in Südthailand. Und da erzählen Sie mir am besten, was Sie da erlebt haben. Das sieht dann noch ganz friedlich aus, ne? So ein bisschen eine kleine Dschungelwanderung. Ja, genau. Das war dann auch schon wieder sehr friedlich. Thailand und Malaysia war so das letzte entspannende Drittel auf der Reise sozusagen. Und hier sehen wir den Uwe Hahnewald aus Freiburg, der dort auch in einem Dunkelrestaurant arbeitet. Wir jetzt gerade ein einzelnes Pflänzchen im Dschungelboden betastet. Das hat ihn auch, wie er mir nachher erzählt hat, nachhaltig beeindruckt. Und auch da haben wir halt einfach Halt gemacht während unseren täglichen 63 Kilometer ungefähr und sind eben in den Dschungel gelaufen, um da einfach ein bisschen die Pflanzen zu betasten. Im Hintergrund die Frau in der roten Hose, das war dann auch eine Gastgeberin sozusagen, die hat uns dann eingeladen, die Nacht einfach bei ihnen zu verbringen. Also solche spontanen Einladungen gibt es dann auch in Thailand und Malaysia. Das klingt alles so friedlich, aber wenn ich mir vorstelle, 700 Kilometer in 2 Wochen, da tut ganz schön der Po weh. Katrin, wie war es bei Ihnen? Wie ist das, wenn man mit den Strapazen, Muskelkater und sowas, das muss man ja alles irgendwo wegstecken. Es vergeht irgendwann. Am Anfang war es sicher schon strapaziös. Also gerade auf unserer Etappe gab es auch ein paar technische Probleme mit den Fahrrädern. Das ist ja auch immer mal gewesen, dass die mal Reifen wechseln und so weiter. Das war bei unserer Etappe leider ein bisschen öfter. Gerade am Anfang auf dem zweiten Tandem, wo ich gefahren bin, das musste komplett erstmal umgebaut werden. Das war also ein normales Tandem, vorne und hinten ein ganz normaler Sattel, weil ich so klein bin. Da musste erstmal einen halben Tag verwendet werden, das umzubauen. Das war natürlich nicht so ganz. Solche Probleme gab es halt auch. Ne? Aber und diese Strecke aber mit Marcel und Katrin, muss man auch dazu sagen, war wirklich mit einer der bergigsten von Istanbul eben nach Ostanatolien. Also das war auch noch richtig anstrengend. Das war absolut die absolut anstrengendste Etappe auf der ganzen Reise. Ja. Ist denn wieder was so geplant, Katrin, dass Sie so sagen, oh, dass ich würde sowas wieder mitmachen, auf alle Fälle, aber wahrscheinlich nicht so ein bergiges Gebiet. Ein bisschen gemütlicher dann wahrscheinlich, ein Elberadweg oder so. Naja, so in etwa, aber nicht so bergig halt. Also, das war ja, ich sag der Katrin schon mal Dankeschön, dass sie heute hier war und gebe Ihnen unseren Firlefanz mit auf den Weg. Das ist unser Maskottchen, so eine Art, ja, wenn Sie es abtasten, was würden Sie sagen, was es ist? Für ein Tier. Was ist denn das? Das ist Ohren, das ist eine Mütze. Schwierig, weiß ich jetzt nicht, was das ist. Das hat alles, es hat einen Schwanz. Alles, ja. Firlefanz ist auch so eine Mischung aus Löwe, aus Teddybär, aus Elberbiber. Ja. Also so von unseren Zuschauern auch zusammengewünscht, sag ich mal. Ich möchte mich recht herzlich verabschieden von der Katrin und nehme Sie jetzt beide mit nach vorn, den Sebastian mit zu unserem Spiel und Katrin mit nach draußen. Denn wir haben ja noch eine ganze Menge.